Und damit willkommen zu einer weiteren Episode von Lost Legends, die weinende Frau, wo ich gerade einen kleinen Fisch hier raushole. Na dann, hau rein, genieß den Karpfen. Und eine Kleinigkeit, die ich nicht genieße? Oh nein, was soll denn der Schmarrn? Natürlich fehlt mir ein Schädelchen. Tipp auf die Eier, um sie dir genauer zu sehen. Wähle dann zwei aus, die im gleichen Brutstadium befinden, um sie zu entfernen. Okay. Ja, das wäre auch zu einfach. Nein, das war ein Schwanz. Dann eben nicht. Ich glaube, das war der hier. Blub, weg sind sie. Ah. War das der hier? Ja. Natürlich, wenn man zwei auswählt, verschwinden sie. Und hier lasst es uns mal knacken. Zack. Wir packen am Nacken und lassen es knacken. Nest. Ah, und da sind die Kleinen. Und wer hat die ganzen, diese Mariachi-Truppe da angehangen? Ich hoffe mal, das heißt so. Und erstaunlich, dass das Krokodil mit einem einzigen Fisch zufrieden war. No one knows more about the weeping woman than yours truly. In fact, she used to live in this very cabin. You might even say I have an unhealthy obsession with the history behind the legend. If you could be so kind as to bring me my tea, I would be glad to tell you more. Wieso erinnert er mich an einen verschrobenen, an einen seltsam verschrobenen Peter Lustig? Zumindest von der Art her. She was misunderstood, you know. She only wanted what was best for her children. Ja, sie wollte nur das Beste für ihre Kinder. Haha. Und wo ist das Schädelchen? Da ist das Schädelchen. Aus dem Ruder könnte ich Ratschbeiche machen. Na dann beiß sie durch. Ja, und von so einem Nest kriegst du bestimmt einiges an Holz. Jetzt mal ernsthaft. Und wo ist hier das Kätzchen? Das nehme ich natürlich gerne mit. Dabei heißt es eigentlich, so viel Milch dürfen Miezen gar nicht trinken. Also wirklich. Bei manchen Dingen muss man doch ein klein wenig logisch vorgehen. Auch in einem Gewimmel. Ich frage mich ja, wie viele von diesen Wimmelbild-Charakteren würden eigentlich im Gefängnis landen? Zwar die Welt gerettet, aber so viele Verbrechen begangen, dass sie auch ins Gefängnis kommen würden. Sowas wie Hausfriedensbruch und Diebstahl. Oder anderweitige Dinge, wo man andere noch betäubt oder anderweitig außer Gefecht setzt. In weniger als eine Minute. Hab ja auch eine Menge Trial and Error gemacht. Da hast du den Sheet. Und jetzt? Ach so. Ein Rad fehlt.
Na dann Sieg. Sieg an seinem Familienerbstück rum. Und mach halt... Ja, 2 von 6. Und was willst du jetzt von mir? Diese Stadt fängt an zu nerven. Nur weil du keinen Plan hast. Ich sollte Ihnen einen mit dem Ruder überhelfen, bevor ich mich umschaue. Und, liebes Spielchen, was willst du jetzt von mir? Ja, und was bringt mir das? Nichts, gar nichts. Siehste. Das ist mir schon klar, dass hier was fehlt. Das ging ja fix. Da hast du. Na, heiß. The recent disappearances are not the work of the weeping woman I knew. There's something different about them. In fact, I've done a little investigating of my own. The victims' families. There must be a connection. I own a small shop in town. You can find everything I've learned in a file cabinet in the back office. Here, take this. You'll need it. Sowas also. Na schön. Und er ist weg. Und wir nehmen einfach seinen Schaukelstuhl auseinander. Wäre ich jetzt noch etwas größer. Hallo. Zack. EOW. Ja, mich würde interessieren, was sein Code dies wäre. Jedes der 3 Zeichen besteht aus 2 Symbolen. EOW. E. O. E. O. W. Aha, ein Büchlein. Und ein Brieflein. Und eine wunderbar mystische Teleportation. Und noch ein Minispiel. Bewege alle grünen Kugeln auf der rechten, lila Kugeln auf die linke Seite. Ich wette, ich werde es vergeigen. Doch nicht. Aber das war relativ einfach.
Ja, dieses Spiel weiß, einen bei der Stange zu halten. Ich habe zwar 11 Blumen, aber... Woher kenne ich dieses Motiv nur? Nein. Wird schon so gewesen sein. Eine Feuerscheibe. Was bin ich, ein Avatar? Verschlossen. Natürlich, es ist immer verschlossen. Ein Teil fehlt. Kann in dieser Stadt wenigstens nicht mal eine Kleinigkeit komplett sein? Jetzt dürfen wir Mexiko zusammen basteln. Dass Mexiko ursprünglich viel größer war, denke ich, brauche ich niemandem mehr zu erzählen. Immerhin ist es ein, wenn ich keinen Blödsinn laber, das größte mittelamerikanische Land. Wenn ich keinen Blödsinn erzähle. Kann auch sein, dass mich meine Geografiekenntnisse enttäuschen. Windmühlenrad. Wehe, das ist wieder ein Würfel, der irgendwo... Na, nichts gesagt. Schriftrolle und Münzen. Wozu brauche ich jetzt schon wieder Münzen? Einfach, damit ich sie mopsen kann. Was meint ihr mit Windmühlenrad? Hä? Das ist ein... Lassen wir das. Eine Kassentaste. Sehr nett. Manche machten dann es auch extra kompliziert. Einheimische Frau wird Adoption genehmigt. Kontroversen um Adoption eines Kindes durch alleinerziehende Mutter. Catalina wurde adoptiert? Ah, das hat sie ja gesagt. Damit Catalina sie wie eine echte Mutter behandelt. Bauern in der Umgebung fürchten um die Ernte. Die Bauern der Umgebung beten, dass das diesjährige Flores-de-Muertos-Situation in den Gemeinden die schlimme Dürre verbessert. Viele kleine Bauernhöfe kämpfen um zu überleben. Manche fürchten sogar, ihre Familie nicht mehr ernähren zu können. Ah. Eine Sicherung. Ja, die ist mir durchgebrannt. Irgendwo stand doch, dass der kleine Pedro, oder wie auch immer er heißt, von seinen Eltern doch geschworen wurde, dass sie ihn ernähren wollen. Er soll nie wieder hungern, wenn er nach Hause kommt. Hoffen wir doch mal, dass da auch was hinter ist. Und zack, sind wir wieder in der Hütte. Ich wette, ich darf wieder reingehen. Metallstange. Und wen darf ich dir über die Rübe ziehen?
Ich bin verwirrt. Mach dir einfach den Stuhl kaputt. Na dann, bastel mal den Reifen zusammen. Und jetzt ab wieder zurück in die Stadt. Nimmst halt das. Gut, und damit habe ich auf jeden Fall... Ah, die Tante da, deren Namen ich vergessen habe. You spoke with the weeping woman, yes? I should warn you, things are not always what they seem. Are you searching for her? Or for the missing children? Answer that, and you're halfway there. I'd help you further, but I've already said too much. I'm leaving this town forever. Na, dann geh mal zurück. Dorthin, wo du hin willst. Die wird wahrscheinlich... Okay. Und hier muss noch irgendwo ein Schädel sein. Ist auch egal. Wo ist der Schlauch? Ohne Schlauch geht's auch. Nimmst du halt den Eispickel. Ja, sie wird die Stadt für immer verlassen. Und damit... Und damit ab nach Florida. Das kann ich. Okay. Das war jetzt geraten. Oder doch. Das war geraten. Das war nicht wirklich gewusst. Mit Entschlossenheit kannst du alles. Ja, so war die alte Margaret. Zurück nach... Als man weg ist. Genug jetzt um den Heißbrei gelabert. Und weil ich jetzt keinen Bock mehr habe... Gehe ich jetzt ab in die Endkarte. Na dann, das soll es an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. Hat dir das Video gefallen, würde ich mich über ein Like freuen. Bei Vorschlägen, Tipps, Ideen sowie konstruktiver Kritik steht dir die Kommentarsektion offen. Außerdem würde ich mich über ein Abo freuen. Bei aktivierter Glocke verpasst du keins meiner Videos. Und nun, bis dahin und auf Wiedersehen.